willkommen beim Standardtanz. Ich führe euch heute durch die wesentlichen Elemente von gerne bekannten Standardtänzen. Da reden wir von Tänzen wie Cha-Cha-Cha oder auch Walzer oder auch Tango. Ja, und wenn man richtig gut ist, dann auch Rumba. Ja, Rumba ist was ganz Tolles. Und ich habe das ja da jahrelange Erfahrung in den diversen Schritten und Figuren und angefangen von den einfachen Grundschritten, wie man sie nennt, bis hin zu denen, wo man dann Pirouetten, zehnfache Pirouetten von einem Ende zur diagonalen anderen Ende der Tanzfläche praktiziert. Ja. Fangen wir doch mal an mit dem Basisschritt von Cha-Cha-Cha. Ich spiele jetzt den Mann und danach spiele ich die Frau. Also der Mann macht jetzt Folgendes und ich mache es für die Kamera. So, von hinten. So. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha. Eins, zwei, drei. Cha-cha. Eins, zwei, drei. Cha-cha. Eins, zwei, drei. Cha-cha-cha. Eins, zwei, drei. Cha-cha-cha. Eins, zwei, drei. Das sollte vier, nicht drei sein, aber ist egal. Das ist der Grundschritt von Cha-Cha-Cha. So, als Frau, drehe ich mich jetzt mal um, die Frau würde das jetzt folgenderweise machen. Jetzt muss ich ein bisschen nachdenken. So, die geht zuerst da, da, da. Cha-Cha-Cha. 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 Das ist der Cha-Cha-Cha. Wirklich ganz einfach. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Grundschritt an, bevor wir uns dann die etwas komplizierteren Figuren anschauen, da braucht man auch ein bisschen Taktgefühl und Rhythmusgefühl und das muss dann auch ein bisschen im Blut liegen. Das ist bei mir ohne Zweifel der Fall, aber ich will meine Leserschaft und Followerschaft da langsam ranführen, damit auch ihr so ein bisschen das euch bei mir abgucken könnt. So, vielleicht noch eine Sache, bevor wir eine kurze Pause machen, und zwar der Walzer. Gibt es ja verschiedene Arten des Walzers. Ich will euch ganz kurz zeigen, was der langsame und was dann der Wiener Walzer ist. Der langsame Walzer, der geht ungefähr so, und ich laufe euch jetzt mal entgegen, liebe Zuhörer und Zuschauer. Der langsame Walzer geht folgendermaßen. Rechter Schritt zuerst als Mann. Leichte halbe Drehung, dann wieder zurück mit links. Halbe Drehung, ranziehen den linken Fuß, rechts vorne ausholen. Nach links, dann mit dem linken Fuß nach vorne, wieder halbe Drehung, rechts ranziehen, links vor, rechts vor, bumm, und dann geht das wieder von vorne los. Ganz simpel, das ist der langsame Walzer. Spult nochmal zurück und guckt euch an, wie ich das genau gemacht habe, aber ist nicht ganz so kompliziert. Der schnelle Walzer hingegen, da muss man wirklich auch mental auf der Höhe sein, nicht nur vom Herzen, sondern auch mental. Der ist deutlich schneller. Ich zeige euch mal, wie das jetzt geht. Das geht folgendermaßen. So geht das. Das ist der schnelle Walzer. Ihr merkt, da ist deutlich mehr Pep und mehr Schwung im Schritt. Und auch das kann man lernen, sicherlich. Aber da bin ich natürlich im Vorteil, weil ich auch in Kolumbien war, schon mal im Monat. Und dementsprechend das auch. Ne? Das ist Teil meiner Persönlichkeit geworden, dass ich auch diese expressionistischen Tanzarten und Tanzstile mittlerweile auch ganz gut beherrsche. So, das war die Einführungsstunde. Wir sehen uns dann bald wieder, wenn ich euch mehr über Rumba und Tango erzähle. Bis dahin, liebe Zuhörer und